Dr. Volker. Der erklärt uns die Woche, warum Widerstand zwecklos ist. Nein, ein Borg ist er nicht, dafür aber ein Intellektueller. Das Bargeld wird nämlich sowieso verschwinden. Pustekuchen, kannst du machen, was du willst. So einfach ist das, liebe Freunde. Ihr habt überhaupt nichts zu melden, sagt zumindest der Fokus. Also der Volker. Den Volker, den kennt zwar keiner, aber das will ja nichts heißen. Vielleicht hat er ja sogar Spitzenargumente für seinen Superartikel und seine große Überschrift. Und da müssen Sie auch nicht lang suchen. Kaum haben Sie die 1-2 DIN A4 Seiten durchgelesen, werden Sie auch schon fündig. Das grandiose Argument vom Volker ist, ja, Sie werden gläsern, ja, der Staat wird noch viel mächtiger, ja, Ihre persönliche Freiheit nimmt ab, aber hey, stellen Sie sich nicht so an. Schließlich gibt es ein paar Deppen, die auf Facebook ihr komplettes Privatleben offenlegen. Und das völlig umsonst. Also, können Sie das doch auch, oder? Stellen Sie sich nicht so an. Aber was rede ich? Widerstand ist ja ohnehin zwecklos. Zum Glück steht's ja nur im Fokus. Liest also quasi keiner. Auch aus den USA gibt es super Nachrichten. Die Russland-Ermittlungen stehen kurz vor dem Abschluss. So der Spiegel. Und vorlaut, wie meine Zuschauer ja meistens sind, fragen sie sich jetzt natürlich direkt, was ist denn nun rausgekommen gegen den bösen Trump? Die Antwort ist nix. Weil aber nicht sein kann, was nicht sein darf, ist nicht nichts rausgekommen, sondern vorerst wohl nichts. Was im Grunde genommen heißt, dass eine Resthoffnung besteht, dass was rausgekommen ist, uns bislang niemand sagt, also eine Verschwörungstheorie, die in diesem kleinen Wohl mitschwingt. Aber dabei wollen wir es nicht belassen. Wir wären ja nicht der Spiegel, wenn wir nicht zwei Verschwörungstheorien in eine Überschrift bekommen. Deshalb toppen wir das noch mit einem Vorerst. Also wir nehmen die Zukunft sozusagen vorweg. FBI, CIA, NSA und wie die 20 Dienste alle heißen. Alle nichts gefunden. Aber unsere Freunde vom Spiegel wissen es besser. Da wird schon noch was gefunden. Man muss nur ganz feste dran glauben. Wenn der Fall mit diesem Rhinoceros oder wie dieser Vogel da noch hieß, nur ein paar Monate später rausgekommen wäre, da bin ich mir sicher, hätte der Spiegel schon längst Beweise gefunden. Aber man steckt halt nicht immer drin. Jetzt müssen wir uns halt noch ein bisschen gedulden. Ich persönlich bin da ja immer ein bisschen zurückhaltend. Ich mag diese anti-amerikanische Einstellung vom Spiegel nicht. Aber was weiß ich schon? Ich bin ja schließlich auch kein preisgekröntes Rhinoceros. Journalist meine ich. Markus Söder, wir können es kurz machen, wirft der SPD toxische Reformpläne für den Bund vor. Okay, Markus. Also, alles wie immer, oder? Naja, brauchen wir uns nicht weiter mit beschäftigen. Weder für Söder noch für die SPD interessiert sich noch irgendjemand. Unser Liebling der Woche, der Klimakiller Nummer 1. Also, zumindest für diesen Monat, ist diese Woche die Butter. Nachdem Cholesterin nichts mehr ist, Zucker tödlich, Fleischverzicht Tausende retten könnte, Weißmehl geradezu Teufelszeug, ist es diese Woche nun die Butter, die uns alle und nicht nur uns, sondern das Klima gleich mit ins vorzeitige Grab bringt. Und das sagt nicht irgendwer, sondern das sagt der Sachverständigenrat. Und der muss es ja wissen. Auch der Bulle aus Tölz ist zurück. Der Sigmar aus NRW meine ich natürlich. Ja, unser schlimmer Finger der Sigmar. Er lässt diese Woche verlautbaren, es sind die 90% in unserem Land, die zwischen anständig und unanständig unterscheiden können, die Deutschland repräsentieren. Selbstkritik. Der erste Schritt zur Besserung. Allerdings bist du da schon ein bisschen optimistisch, Siggi. Wenn man die Nichtwähler noch berücksichtigt, dann kommt ihr mit eurer SPD mittlerweile nicht mehr wirklich auf die 10%. Aber gut, wir wollen uns wegen 2-3% nicht streiten. Und wenn Sie sich jetzt zu Recht fragen, wo sind in aller Welt denn die ganzen Sozialdemokraten hin? Die hatten doch früher 30, 40, teilweise 50%. Wir verraten Ihnen auch das. Die sind mittlerweile bei der CDU. Sogar in der großen Mehrheit. So begrüßte unser herzallerliebster Klabauter, komme ich schon durcheinander mit den ganzen Ks. Annegret Kramp-Karrenbauer meine ich natürlich, begrüßte ihre Partei nun mit den Worten,
Hurra, hurra, der Kobold mit dem roten Haar. Jetzt komme ich ganz durcheinander mit diesem Klabauterzeug. Liebe Sozialdemokraten, hat der Klabauter natürlich gesagt. Ja, Gutzefix, jetzt schon wieder Klabauter und Kobold und Pumuckl-Scheiß. Kramp-Karrenbauer meine ich natürlich. Jetzt aber weiter im Text hier. Sie begrüßte die Tage ihre Parteikollegen von der Union mit den Worten: Hallo, meine lieben Sozialdemokraten. Wissen Sie, manchmal denke ich mir auch, bei dem ganzen Fachkräftemangel, den wir da überall haben, da ist es wirklich beruhigend, dass man da in Deutschland an den Top-Positionen der Schalthebel der Macht nach wie vor richtige Cracks sitzen hat. Solange das noch gewährleistet ist, kann es nicht so schlimm werden. Und so meldete sich auch gleich die nächste Parteivorsitzende zu Wort und äußerte sich besorgt über den grassierenden Sexismus und ihre furchtbaren Erfahrungen damit. So sagte sie der Bild am Sonntag: Ich habe in meinem Leben unglaublich oft gehört, die kann das nicht. Furchtbar, was man sich da als Frau alles anhören muss. Umso bewundernswerter, dass sie sich trotz alledem ihre gute Laune bis heute bewahrt hat. Da da di da 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 da. Ich mach mir die Welt wieder, wie sie mir gefällt. Spitze, Andrea. Und das in diesem männerverseuchten Macho-Staat. Furchtbar, wenn man in einem Land leben muss, das erst seit fast 20 Jahren von einer Frau geleitet wird und in welchem 4 von 5 der etablierten Parteien von einer Frau angeführt werden. Einem Land, in dem es Claudia Roth möglich ist, Bundestagsvizepräsidentin zu werden. Das ist Psi, das ist ein Zeichen von wem auch immer, das ist dein Job. Gut. Ich habe aber eigentlich, außer dass ich Frau war, keinem Kriterium entsprochen. Sollte ein Uni-Studium, sollte eine journalistische Ausbildung und Erfahrung und. Und die Band hat aber gesagt, einer hat gependelt und dann haben sie gesagt, das ist dein Job, ganz klar. Da liegt wirklich einiges im Argen. Auch im freien Paris zieht man nun andere Seiten auf und geht gegen die bösen Milliardenkonzerne mal wieder vor. Und zwar diesmal gegen Airbnb. Wäre ja auch noch schöner, wenn dann ein paar Normalidioten bei sich mal ein Zimmerchen vermieten würden und 50 Euro extra im Monat machen und sich so einen Teil ihrer überhöhten Miete wieder zurückholen. Lasst euch das gesagt sein, liebe Freunde. Der Einzige, der hier den Mietpreis bremst, sind wir Politiker. Wo kommen wir denn dahin, wenn da jeder alles selber macht hier? Am Ende müssen wir uns noch einen richtigen Job suchen. So geht das feinig, Freunde. Keine Party ohne uns. Hier wird überhaupt nichts gemacht, ohne dass wir das ordentlich mit Bürokratie pfeffern und abkassieren. Außerdem, Unternehmertum ist im Keime zu ersticken. Kommen wir denn dahin? Am Ende entsteht da noch eine neue Mittelschicht oder irgend so ein Quatsch. Wäre ja nicht auszudenken. Airbnb, Zimmer vermieten, ohne Steuer und ohne Lizenz. Oh, Moment mal schnell, da kriege ich gerade wieder einen Anruf. Ja Mensch, Siggi, altes Haus, gerade spreche ich von dir. Wie geht's dir? Hat dir nicht so gefallen? Oh, jetzt komm, Siggi. Okay, Du, bleib mal eine Sekunde dran. Ich bin hier gerade noch auf Sendung, ne? Ich verabschiede mich kurz. Ich bin sofort wieder bei dir. Ruf da wieder der Siggi an. Also ihr seht schon, ich muss ans Telefon. Siggi meint, ich soll ihn nicht mehr den Bullen aus Tölz nennen. Und außerdem wieder mit mir über Google und Amazon sprechen. Er hat irgendwas gemeint von, wir müssen mal darüber nachdenken, warum es sowas bei uns nicht gibt. Ich weiß auch nicht so genau. Steuer- und Bürokratieweltmeister sind wir doch schon. Ich weiß auch nicht, was die alle wollen. Irgendwie ist es denen allen immer nicht genug. Na, mal schauen. Wir machen da jetzt mal Brainstorming zusammen. Vielleicht kommt ja was dabei raus. Und ihr macht euch noch einen schönen Sonntag. Schaut euch noch den Abspann an. Und dann wisst ihr ja Bescheid, ne? Wie früher, abschalten.